Jo, was geht? Ihr schaut Mengens Blog und die netten Elfenart Records aus Berlin haben mir zwei Platten zugeschickt und jetzt geht's deswegen um die Platte Fragmente der Band Moloch. Viel Spaß! Land 2.0, ihr wird gefüttert, seid ihr auch voll, vertraut mir, bedingungslos, haltet euch fest, lasst niemals los und fress es, ihr wollt es, ihr braucht es, auch wenn es nicht so. Fragmente kommt mit 16 Songs daher, geht dabei aber nur unter 25 Minuten und gefällt mir artwork-technisch, zumindest vom Frontcover, ziemlich gut. Ich mag das, es ist zwar schlicht gehalten, es trifft aber ziemlich gut die Stimmung, die später auf der Platte drauf ist und spricht irgendwie an und macht irgendwie Lust, finde ich, die Platte zu entdecken. Was leider zum Booklet nicht ganz so stimmt, mir gefällt zwar das Frontding vom Booklet, aber sonst ist die Gestaltung, es ist einfach nur Text, weiß auf schwarz. Schade, da hätte man vielleicht den gleichen Stil krasser beibehalten können. Ist es wie im Traum, war niemals da. Ist eine Projektion, war niemals wahr. Gibt's ihnen alle die Schuld, bloß nicht dir selbst. Du bist wie im Schlaf, in einem Land ohne Morgen. Booklet und Artwork sind das eine, aber natürlich geht's primär um die Mucke. Und da muss man einfach sagen, Moloch haben mit der Platte Fragmente in meinen Augen sich ganz klar in die Top 5 der besten Veröffentlichungen reingeballert für dieses Jahr. Diese Platte ist wirklich großartig. Prinzipiell wird 80er-Jahre-Punk in Richtung eher 80 Razzia geliefert, was mir schon super gut gefällt. Dann ist keiner der Songs länger als 2 Minuten. Ist quasi meine Wunschliste so für einen Punkrock-Song. Dann die Stimme ist super gut verständlich, aber hat eine tolle Klangfarbe. Das Ganze hat so einen düsteren Grundtouch. Die Produktion ist sehr simpel, ohne räudig zu sein, aber sie ist auch überhaupt nicht sauber. Sie ist genau so, wie ich mir einen Song, einen 80er Jahre Deutsch-Punk-Song wünsche. Dazu Texte, die sehr direkt sind, ohne plakativ zu sein. Kein großes, intelligentes, beziehungsweise kein großes, klugscheißerisches Gelaber. Da die Texte sind noch alles andere als dumm. Wem eher 80 und Razzia und Co. gefallen, sollte sich unbedingt diese Platte zulegen. Mehr kann man eigentlich dazu nicht sagen, außer noch Elfenart, vielen lieben Dank, dass ihr mir das Ding auch als Vinyl zugeschickt habt. Ich habe großen Spaß damit. Bis dahin, haut rein.